Servus, herzlich willkommen bei Wiesengaudi TV. Wir haben hier jemanden bei uns. Du bist der? Mirko. Wie noch? Weyraf. Mirko Weyraf. Dein Gesicht kommt mir irgendwie bekannt vor. Woher kennt man dich denn? Ich bin dein Postbote. Nee, glaube nicht. Nein, ich habe 10 Jahre Marienhof gemacht. Der Horm ist der Horm, Sturm der Liebe und alles Mögliche in der also schönen ARD. Bist du ja quasi ein richtiger Promi. Jetzt geht es bei uns ja heute ums Thema Flirten. Wie ist das denn, wenn man jetzt, sag mal, bekannter ist und die Leute einen auch erkennen? Kommen da mehr Mädels zu dir her und wollen dich so ein bisschen anbaggern? Ja gut, ich kann es ja jetzt nicht beurteilen, wie es ist, wenn ich jetzt was anderes gemacht hätte, ne? Beruflich. Aber ich denke mal schon, es ist mit Sicherheit leichter. Man kommt schneller ins Gespräch, beziehungsweise schneller in Blickkontakt. Wo ja Flirten für mich auch eine Sache vom Blickkontakt ist, in erster Linie, und nicht von jetzt groß Gespräch führen. Ne? Was hast du denn für Tipps? Also wenn jetzt zum Beispiel Mädels auf die Wiesen gehen, man erwartet ja immer, dass die Männer einen ansprechen, aber Mädels könnten doch auch mal den ersten Schritt machen. Ja. Was würdest du denn von einem Mädel erwarten? Was findest du richtig cool? Richtig cool finde ich, wie gesagt, einfach Blickkontakt, charmanter Blickkontakt, das finde ich das Coolste. Also ich finde, Reden wird eh überbewertet. In der Politik, im Sport, überall. Daher, also für mich ist Augenkontakt und ja, das ist für mich wichtiger als Quatschen. Was sagt denn unser Flirt-Experte dazu? Sehr gut, dass ich jetzt hier mal das Mikrofon habe. Ich will dem Ganzen mal noch ein bisschen mehr so auf den Zahn fühlen. Ja. Was würdest du denn jetzt zum Beispiel machen, wenn da eine richtig schöne Frau wäre, zum Beispiel jetzt hier im Festzelt, und die würde dich nicht erkennen? Wie würdest du da vorgehen? Und die interessiert dich wirklich sehr. Ich weiß ja, du stehst auf Brünette, also mal sie dir mal brünett aus. Ja, da hätte ich ein richtiges Problem. Da bräuchte ich jetzt einen wie dich, den ich irgendwie versuche vorzuschicken, oder irgendwas müsste ich mir einfallen lassen. Weil ich bin ja von Grund auf wirklich sehr schüchtern. Das meine ich ja ernst. Also ich kann wahrscheinlich die Frauen in meinem Leben, die ich wirklich aktiv angesprochen habe, an 5 oder 8 Fingern abzählen. Und das meine ich jetzt wirklich ernst. Und also ich bin wirklich eher der schüchterne Typ, was den ersten Schritt betrifft. Und da habe ich natürlich durch die Schauspielerei Gott sei Dank den Vorteil, dass ich den meist eben nicht machen muss. Aber kannst du nicht irgendwie in eine Rolle schlüpfen und wie in der Schauspielerei und sagen, jetzt bist du irgendwie... Das könnte ich machen. Der aber große Aufreißer? Absolut, das könnte ich machen. Dann wäre das aber wieder mit Arbeit zu... hätte das ja wieder mit Arbeit zu tun. Und ich bin ja in dem Moment, wo ich Flirten im Kopf habe, auf jeden Fall privat. Aber kann Arbeit nicht auch Spaß machen? Arbeit macht Spaß. Fast immer sogar. Aber wie gesagt, wenn es halt so entstehen soll, dann möchte ich ja auch der Frau nicht eine Rolle zeigen, sondern dann soll sie ja sofort wissen, wo sie dran ist. Wo ist sie denn bei dir dran? Ja, wo ist sie bei mir dran? Das kommt auf sie an, das kommt auf mich an, das kommt auf so viele Sachen an. Da müssten wir jetzt eine halbe Stunde, könnte ich dir erzählen, worauf es ankommt. Ja, ich denke wirklich, die ersten 3 Sekunden, sagt man ja auch, sind die wichtigsten. Und wenn da irgendwas passiert, also der Kopf ist egal. Es ist, die 3 Sekunden sind wichtig. Weißt du, was 3-Sekunden-Regel, ja, oder? Was sie jetzt, ob sie jetzt die Grünen wählt oder die FDP oder wen, das ist mir relativ wurscht. Es geht um... Aber jetzt mal ganz kurz hier zur Wiesn. Bei Wiesn, der Wiesn hier am Oktoberfest gelten ja nochmal ganz, ganz andere Gesetze, oder? Wir Burschen sind ja nicht umsonst so gerne hier, oder? Gib uns doch mal ein Rezept, wie du denkst, dass es gut laufen könnte jetzt am Oktoberfest. Sei Schauspieler, spiel beim FC Bayern, vielleicht noch bei 60, hab einen reichen Vater oder mach irgendwie sowas, dann läuft es auf jeden Fall sehr gut. Wenn man am besten spielst du beim FC Bayern. Also wenn man schüchtern ist, geht es dann auch. Aber wenn man zum Beispiel irgendwie trotzdem Frauen kennenlernen will. Wie gesagt, ich bin ja Gott sei Dank in der Lage, dass ich einfach nicht übers Knie brechen muss. Also es kommt bei mir wirklich... Ich kenne sogar, ich weiß wahrscheinlich besser, wie du es machst. Besser als du selber. Ja. Also der Trick ist folgender: Trink einfach viel Alkohol, weil dann werden die schüchternsten Männer auch noch zu richtigen Aufreißern. Ich werde nie zum richtigen Aufreißer. Ach, wenn du getrunken hast, komm. Ich bin dann offener und bin dann netter und umgänglicher, aber ich werde niemals ein richtiger Aufreißer. Das ist einfach nicht meins. Ich kenne ja so einer deiner schönen Rezepte beim Flirten, wenn du dann schon einiges getrunken hast. Ich hab doch kein Rezept. Er denkt sich jetzt schon, oh Gott. Nein, ich verrat's dir, da bist du ja immer betrunken. Ich kenn's ja. Wenn er dann getrunken hat, dann ist das Rezept, dann schaut er so in die Menge so und dann macht er nur so. Kannst du dich daran erinnern? Nicht schlecht. Das hast du schon sehr oft gemacht. Das ist wahrscheinlich einmal passiert jetzt, als ich dann wirklich die 15. drin hatte. Nicht nur auf der Wiesn. Ja gut, wenn du es weißt,
Ich glaube es dir sogar. Ja? Natürlich, entschuldige. Jeder von uns hat doch auch so Tage dann, wo er einen über den Durst getrunken hat oder zwei oder drei. Und dann wird es automatisch alles lockerer. Und mit Sicherheit bin ich dann auch mal aggressiv im Flirtverhalten gewesen, was, wie gesagt, absolut nicht mal naturell ist. Steh doch einfach dazu. Steh doch dazu. Ich würde ja dazu stehen, genauso wie ich dazu stehen würde, wenn ich schwul wäre. Aber wieso soll ich jetzt sowas stehen, was ich nicht bin? Nennt weißt du, was ich meine? Es wäre ja nicht schlimm. Es ist doch nicht schlimm. Nennst du der Männlichkeit? Stehe ich dazu. Ich habe viele Kumpels, die sehr aggressiv flirten und sehr erfolgreich flirten, aber es ist nicht meins. Und ich sage dir hier die Wahrheit. Finde ich sehr nett von dir. Auch wenn du mir eine sehr schöne Gage zahlst, ich sage dir trotzdem nur die Wahrheit. Sehr schön. Aber wie findest du jetzt allgemein Dirndl? Ja? Ich meine, ich weiß ja, du kommst aus Köln, wohnst jetzt wieder in Köln. Ja. Wie findest du so die ganzen schönen Frauen jetzt im Dirndl? Ich liebe Dirndl. Vor allem, du kannst ja bei der Frau wirklich... Wenn sie jetzt nicht super in Form ist und viermal die Woche ins Fitnessstudio geht, mit dem Dirndl so viel kaschieren und so viel einfach, ich sag einfach mal, schön herausheben. Also wie gesagt, das Dirndl ist für Frauen, vor allem mit Problemfiguren, fantastisch. Was passiert da bei dir im Kopf? Wenn du zum Beispiel da nach unten schaust. Ich erfreue mich halt am Dirndl. Das ist also, sehr schön. Also auch deswegen bist du gerade hier, oder? Unter anderem, ja. Vielen Dank. Lieber Mirko, bitte. Dann wünsche ich dir jetzt noch sehr viel Mass und ein aggressives Flirtverhalten. Aber selbst wenn nicht, ich glaube, bei dir muss man sich keine Sorgen machen. Danke.